guten Abend am Mittwoch. Ich hatte ja gesagt, ich mache noch ein Malvideo. Gitt hat gesagt, ich soll eine Tür malen. Eine Tür auf Malpappe. Ich habe mir hier mein mobiles Atelier mal aufgebaut. Wasser, Pinsel, die Farben, die ich benutzen möchte. So eine Tür schwebt mir vor, so in, wie wir in Griechenland damals waren. Weiß, blau natürlich, ne? Und dann diese, ich komme jetzt ja auf diese pinkfarbenen Blumen wieder nicht, Bougainvilleen. Das habe ich mir so vorgestellt und ich habe noch Türklopfer, die basteln wir dann nachher auch noch dran. Ich habe das, die Malpappe jetzt nicht vorher bearbeitet oder mit Acrylfarbe eingewitschert. Wir malen da einfach so drauf, habe ich mir so überlegt. Und als erstes mache ich einmal eine Schicht von meinem eben hergestellten blauen Tuschelwasser. Das habe ich für das Intro eben so. Ich wollte so professionell die Tropfen da ins Wasser gleiten lassen. Jetzt nutze ich das Wasser eben halt einmal, um so ein bisschen Geschmeidigkeit da reinzubringen. So, als erstes nehmen wir mal das hellere Blau. Nicht gleich hier so überschmieren, obwohl kommt zwar Farbe drüber, aber muss ja nicht, ne? Soll nicht ganz so wild sein. Obwohl letztens habe ich wild gemalt, auch so mit Fingern und so. Eigentlich, ich hasse ja Ölpastellkreiden so, ne? Aber ich habe welche, die sind auch noch wasservermalbar. Und da war ich echt, das war voller Körpereinsatz, dieses Bild. Also für mich grottenhässlich, das Bild. Aber so diese Zeit da dran rumzumalen, war schon echt. Und ganz zum Schluss, da habe ich dann gelesen, dass die wasservermalbar sind. Hätte ich mal wissen sollen. Versaut habe ich das dann dadurch, dass ich dann im Abgang über alle Schichten da Wasser gemacht habe. Da war es dann hin. Fürs Antrocknen nehme ich wieder meinen Industrieföhn, geht schneller. Aber ich werde mit dem Dunkelblau schon mal hier mit rein, dass das sich so ein bisschen so einschmiegen kann. Es war auch schön da auf Kreta, waren wir zweimal mit den Kindern in den Matala-Höhlen, diese Hippie-Höhlen und so. Jetzt achte ich schon drauf, dass die Maserung so ein bisschen sich, so dass es nicht ganz so kreuz und querig mehr ist. Und ich hasse auch so, was heißt ich hasse? Ich finde es doof, wenn man dann in der Mitte vom Bild diese Stopp- und Anfang-Pinselstriche sieht. Da wäre ich zum Monk. Wenn hier das denn so wäre oder so, da könnte man dann Bougainvilleen drüber schlabbern lassen, aber. So, das werden wir jetzt mal ein bisschen anfühlen. Da sieht man dann schon so diese hell-dunkel. Schade, das ist dann blau. Ihr seht das dunkler, das ist mehr Türkis hier so. Das ist wieder die Kamera. Aber egal, wir machen weiter. Falls ihr Nebelschwaden seht, ja, ich rauche beim Malen. Aber ich puste euch ja nicht an. Ich hab dann hier das Fenster auf und dann. Jetzt kommt erstmal schöne Schicht dunkel.
Müssen wir mal morgen gucken, wie das bei Tageslicht bei euch aussieht. Also ich sehe das richtig, das ist so richtig dieses typisch Griechische. Also ich will jetzt auch kein Wasser dazu nehmen, obwohl das juckt einen echt in den Finger. Aber dann verfitzt sich das und die Flecken kriegst du nachher nicht wieder aus dem Bild raus. So Auswaschung jetzt hier bei Acryl. Wie gesagt, so hell dunkel ist auch gewollt. Schön satt. Bisschen hell hier, bisschen dunkel da. Bis das allen so gefällt. So lange witscher ich jetzt hier rum. Jetzt ein bisschen Wasser am Pinsel und streiche mir das hier so nach unten und nach oben. Und dann, wenn das stumpf wird, dann höre ich auf, weil sonst hebt das die Farbe wieder so ab. Hier kann das auch noch ein bisschen hell sein. Wieder ein bisschen Wasser. Wieder von unten nach oben. Soll ja auch so ein bisschen verwittert aussehen. Die ist jetzt nicht gerade frisch gestrichen so. Aber das soll auch dieses Griechenblau, Griechischblau nicht so vermitteln, vermaddeln, vermuddeln. Ein bisschen weiß. Gucken, wie sich das macht. So kleine helle. Da müsste ich den Pinsel so ein bisschen trockener haben. Der sieht dann ganz wild aus. Und mach mir hier so ein paar Linien hier und da. Here and there. Nicht so geradlinig angeordnet, sondern nur so ein bisschen. So, das ist jetzt der Grund, wenn ich dann noch weiter dran rumkribbel, wird das ganz wild. Jetzt umschmauchen wir die Tür einmal komplett mit Weiß. Wir wollen das ja weiß getüncht haben, wie eben halt so, ne? Das ist typisch Griechische. Dann trinken wir aber noch mal vorher einen Schluck Kaffee, sonst wird er kalt. Und dann weißen wir mal die Ränder. Pinsel schön ausdrücken und rein in die Farbe. Hier ist noch alles gut
nur am Rand müssen wir nachher aufpassen. Man könnte sich jetzt auch Washi-Tape so abkleben, ne? So wie beim Malern. Mache ich jetzt aber nicht. Können wir vielleicht mal auf der anderen Seite, dann kann ich euch das zeigen, falls das den einen oder anderen interessiert. Das ist auch niedlich, wenn man die Postkarten, die ich immer mal, wenn die so einen kleinen süßen Rand haben sollen, so einen Passepartout-Rand. Das ist auch immer ganz schön. Und hier so eine Zitterränder, die ich nachher hier habe, dann nehme ich dann einen weißen Edding oder mein Tippex und gehe dann nochmal drüber. Also da brauchen wir jetzt nicht Wein, weil das irgendwie nicht richtig ist oder so. Ja, und es deckt schön. Das ist von Liquitex, dieses Acrylweiß. Da verschwinden dann auch meine Bleistiftskizzen, Strichelchens. Ich habe mir da irgendwelche von Liquitex so eine Struktur, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich wollte das mal testen, unten, wo der Eingang von der Tür ist. Ob das jetzt so eine, einfach nur eine Strukturpaste ist. Was macht sie, was kann sie? Was will sie mir sagen? Sagt sie gar nichts? Und immer dran denken, so, wenn ihr so Bilder malt, die Farbe, die als Hauptdingens ist oder so, auch den Rand mitmachen. Auch bei Keilrahmen und so. Nichts ist schlimmer wie so ein unbehandelter, unbemalter Rand. Was heißt nichts ist schlimmer? Ihr seht schon meine eierigen Linien, die von innen werden wir sie mit Blau ausgleichen und außen mit Weiß. Hier könnte man jetzt auch so mit Strukturpaste oder auch mit Acrylfarbe so putzähnlich so 3D-ig auftragen. Mit einem trockenen Schwämmchen oder so. So. Jetzt gucken wir mal, was das ist dafür. Hier, das ist dieses hier. Und ich konnte daraus jetzt nicht schlau werden, was da stand. Aber wir testen das einfach mal. Es ist sehr pastös. Und da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt hier so unten als Rand mache, so als Kiesbett oder so, da wo die Bougainvillee ist, hat man noch mehr so einen 3D-Effekt. Ich liebe ja sowas, ne? Auch so kleine Kieselsteine da einfach so mit vorkleben oder so. Natürlich nur da, wo es passt. Oder Schnee kann man damit schön darstellen. Das hier soll jetzt aber kein Schnee sein, sondern eben halt so Kies, Muschel, Sand, was weiß ich. Da gehen wir hier. Manchmal fast mit einem Malspachtel machen. Ich werde jetzt mal meinen Finger nehmen. Guck mal, wie die Paste aussieht. Ja. Nacht. Oh ja, das gefällt zusammen. Wenn das getrocknet ist, kann man es ja noch übermalen. Dann mache ich von da aus die Bougainvillee dann rein. Die geht so über die Tür, so am Türrand entlang.
Das ist ganz hübsch. Der Griff in die Keksdose. Schleich weg. Ich liebe dich. So. Ich habe jetzt einmal weiß nochmal nachgemalt. Hier oben seht ihr noch ein bisschen das Blau. Und die Ränder so ein bisschen wenigstens ausgebessert. Wie gesagt, wenn ihr da Washi-Tape nehmt, kann ich echt empfehlen, wenn ihr gerade Linien, Fensterkreuze, Gehwege oder Häuser machen wollt, nehmt Washi-Tape. Das löst sich ohne Schaden ab. Ich habe nämlich so eine Kleberolle für meine Aquarellpapiere. Man wässert das und dann kann man das mit dieser, eigentlich ist das extra dafür da, das dann so am Tisch zu fixieren auf der Arbeitsplatte. Und dann habe ich das abgerissen, aber mein ganzes Aquarellpapier entdut. Also Washi-Tape, bester Tipp. Dieses hier ist jetzt so leicht kunststoffartig unten geworden. Das habe ich jetzt trocken geföhnt. Wollen wir mal gucken. Ich möchte jetzt, bevor ich... ich glaube, wir machen erst die Bougainvillee. Die Kontur auf jeden Fall mit Leier nochmal. Die wächst hier unten aus diesem... komischen Muschelkiessand Gehweg so raus, mir so vorgestellt. So ein bisschen so, die sind ja so verschnörkelt, ne? Den wächst sie hier hoch. Hier sind dann Blüten schon. Hier ist Stamm, Stamm, Stamm. Dann fängt hier aber erst wieder so ein bisschen Stamm an. Also nicht überall komplett. Die ist richtig buschig bewachsen. Hier ist noch ein Stück Stamm und hier ist dann nachher nur noch Blüte. So habe ich mir das vorgestellt. So. Pinsel. Und jetzt nehme ich mir... Der Pinsel bröckelt ab und die Farbe dahin. Naja, egal. Set live. Das ist jetzt schwarz, das brauche ich nachher für Kontur. Mit Braun gemischt. Ganz schwarz ist immer sehr harsch. So, dass wir so eine leichte Knusper-Lasurfarbe haben, nehme ich jetzt noch ein bisschen Wasser. So, dass das auch hier unten direkt, dass man sieht, dass das da auch rauskommt. Und dann nehme ich auch wieder ruhig ein bisschen Wasser, das muss jetzt nicht ganz so deckend alles sein. Ich gehe ein bisschen dick und wieder ein bisschen dünn. Ruhig ein bisschen knorkig malen. Nicht so mit glatten Stängel. Hier sieht man noch ein Stück vielleicht da. Und dann ist Schicht. So, das lasse ich antrocknen und gehe dann nachher mehrmals drüber. Hier kann ich noch mal ein bisschen wegnehmen, nach oben ziehen. Hier an der Seite soll das dann schon, ist das so ganz dunkel. Aber das machen wir nachher, das sind so Detailmalereien dann. So, das muss trocknen, sonst haue ich da gleich mit der pinkfarbenen Farbe und dann haben wir hier Matsch. Es geht ziemlich schnell mit diesem Industrieföhn.
kann ich jedem empfehlen, aus dem Baumarkt den Föhn. Ich habe mir damals extra einen Embossing-Föhn geholt, das war der letzte Schrott. Der ist überhitzt und, also wie gesagt, so ein Föhn aus dem Baumarkt ist Gold wert. Egal für welche Mal- und Bastelarbeiten. So ein bisschen. Da ich ja so ein Gold-Glitzer-Fan bin, mischen wir da auch gleich so ein bisschen hell noch Gold mit unter. Und bei den Blüten, da werde ich gar nicht großartig jede einzelne Blüte da malen, sondern das so andeuten nur. Ich habe mir eben noch mal angeguckt, wie die aussehen. Das sind ja so wie das sind ja so diese Blätter, so also eckig. Okay, ich gehe jetzt einfach hier so ins Pink einmal rein. Ich denke mal, dass ich da mehrmals drüber gehen muss und mal hier jetzt einfach wie ich meine. Und es ist auch egal, dass es so, so pünktlich aussieht. Es ist so hell dunkel. Also ich mag das so. Nicht, dass das zu plakativ wirkt. Ich gehe da nachher sowieso noch mal drüber. Das ist jetzt so dieses Grundgerüst, sag ich mal so. Das sind jetzt die dunklen Töne, die ich jetzt mache. Und nachher mache ich das noch ein bisschen heller. Wo das ganz Dunkle über den Stamm sein soll, da tupfe ich schon mal so, dass der dann nur so an einigen Stellen so rauslugt. Bin so ruhig mal ein bisschen drehen, damit da mal andere Formen und andere Richtungen hinkommen. Ich filme mir wieder um mein Stativ rum, habe ich eben Alex schon gesagt. Ich habe im ausgestreckten Arm da versuchen, gerade Linien zu malen. So, da muss man gucken nach einem anderen Stativ, dass du da an der Seite festmachen kannst. Ich sage, ja. So, das kann hier ruhig rüberhängen. Und hier so ein bisschen runterschlackern. Da ist dann ihr Ende. Da ist sie schön hell. Es muss ja jetzt auch keine Bougainvillee sein oder so. Bougainvillea. Hier, da wo das Blau so durchschimmert, da mache ich es an einigen Stellen noch wieder ein bisschen dunkler. Und dann gehe ich hier mal bisschen ins Rot. Ich habe hier so ein Coca-Cola-Dosenrot und tupfe das ein bisschen ab und gehe da aber nochmal so ein bisschen rein, damit das so mehr Farbspiel hat. Da habe ich dann auch noch so ein bisschen Fliederton. Könnte man vielleicht auch ein bisschen so da und da. Nicht zu viel. Hier, da, da.
das trockne ich jetzt mal eben an und dann mache ich da vielleicht noch so kleine gelbe Stempelchen, so Blütenpünktchen. Hier unten können so ein paar abgefallene Bougainvillee-Blätterchen so liegen vor der Tür. So, da und da. Die blättern denn ja, wenn sie denn blühen, auch gerne mal ab. So, mal ein bisschen das Pink nehmen. Und hier ein bisschen frische Farbe drüber, was dann halt noch ein bisschen mehr deckt. Und wenn man Acrylfarbe mit einem Industrieföhn, Embossingföhn oder so anföhnt und das dann länger drauf hält, dann wirft das ja Blasen. Und das spielt mir wieder in die Karten, weil das gibt dann so eine 3D-ige Struktur, das hebt sich, die Farbe hebt sich dann ja an. Und ja, das finde ich ganz gut so. Da, wo das Blau so extrem durchscheint, da noch so ein bisschen. Und unten immer so ein, zwei Blüten, so als wenn da die so locker, leger runterhängen. Ruhig auch so ein bisschen Farbhäufchen so stehen lassen. Und wenn ich diese Häufchen dann anfühle, dann bloppen die so auf. Also, ihr wisst, was ich meine, so, ne? Da kann das noch ein bisschen in der Ecke so schattiger. Irgendwie auch noch ein bisschen rot. Wein. Kleine Lichtpünktchen können auch nicht schaden, nicht zu viel, nicht dass es schneit da. Hier unten auch noch. Und dann suche ich mir jetzt noch mal eben gelb. Kram ich mal hier in meiner Kiste unter meinen Füßen. Da habe ich hier dieses, das war mal von Action. Ich liebe das, dieses Abpulen. Braucht nicht viel sein. Ein paar Highlights. Pinsel trocken machen. Und wo man meint, die Blüten gucken einen an oder ungefähr die Richtung, einfach da diese gelben Stempelchen so reinmachen. Das ist jetzt blau, weil sie dann wieder nicht trocknen lässt.
kriegen wir weg. So. So ein Dödelkram kann man eigentlich auch gut immer so zum Schluss machen, aber so weiß ich nicht. Ich mag das immer so. Mal so, mal so. Und das lockert gleich so ein bisschen auf, finde ich, ne? So. Muss ich so sagen. Jetzt geht's an die Tür. Und da habe ich mir überlegt, die sieht ja nun ziemlich platt und flach noch aus. Dann nehme ich dieses Blau mit Schwarz. Bisschen Schwarz, nicht viel. Jedenfalls, dass das dunkler ist wie dieses Blau. Nachfärben kann man immer noch. Zu dunkel ist ein bisschen schlecht. So. Und jetzt gehe ich hier den Rand mit diesem abgedunkelten Blau einmal längs und gucke, ob das dunkel genug schon ist. Ich finde nicht. Also noch ein bisschen schwarz. Da seht ihr gleich den Unterschied zwischen dieser Türhälfte und der anderen Türseite, was das ausmacht, so ein Schatten. Und wenn euch das so zu balkig ist, kann man auch so Pinsel auswaschen und hier das nochmal so verschmauchen, falls da jetzt so eine extreme Linie ist. So. Und wenn man jetzt guckt, da und da ist schon echt ein Unterschied, ne? Das machen wir jetzt hier auch. Wie ich das so schaffe. Oh, geht. Und hier bei den unter den Blumen, da kann man auch noch so unter, nicht hier zu balken, sondern so die Konturen so ein bisschen nachfahren. Aber nicht überall. Wie gesagt, ich achte nicht bei, bei mir gibt es keinen goldenen Schnitt oder das ist aber nicht richtig, dass das Licht kommt von da und deine Schatten sind da, ist es mir egal. Das Bild soll gefallen und, ne? Perfekt lasse ich andere machen. So, jetzt nehme ich ein bisschen braun mal mit ein bisschen und mache hier oder da, so ein
So. Ich puste einmal drüber. Teile ich mir ungefähr die Mitte mal ab. Selbstgeschreinerte Tür und Zentimeter Maß. So, jetzt nehme ich hier wieder so ein bisschen blau mit ganz wenig schwarz und mache hier mal mir einmal so eine Strichlinie. Ruhig ein bisschen dunkler schon mal. Da will ich gar nicht mehr so viel machen. Da mache ich nachher mit dem Feinliner noch einmal so einen Strich. So, jetzt nehme ich mir einfach noch mal meine zwei, wie heißen die Türklopfer? Ja. Die Doorknocker. Die machen jetzt das erst so wie richtig perfekt für eine Tür, die ich gut finde. Ich kann euch auch gleich nochmal meine anderen Türen zeigen, die ich schon gemacht habe. Ich habe hier mir so mal so, eigentlich sind das für eine Kommode, die sind richtig schwer. Ich wollte mir die damals an der Kommode machen, in der Küche, so als Türzieher. Aber, wie gesagt, ich würde jetzt nicht hier zwei machen, sondern vielleicht nur ein, entweder links oder rechts. Zwei machen, finde ich, ist das für eine griechische Tür. In der Mitte ist auch ein bisschen doof. Obwohl in der Mitte... Tür müsste ja nicht so aufgehen. Ich würde jetzt nochmal, der Plan erfährt eine Änderung machen. Und zwar gehe ich hier nochmal einfach mit Blau über. Hell-dunkel. Das jetzt trocknen und dann male ich das nochmal blau über. Und dann machen wir den Doorknocker in der Mitte. So nämlich. So, jetzt habe ich das nochmal angeföhnt. Meine Katze hat hier eben gegessen. Jetzt nehme ich mir mal den Kleber. Mein Knock, Knock, Knock. Den kann ich übrigens empfehlen, der ist von Action, das ist Textilglue, ideal zum Basteln. Auf Textil habe ich noch nicht probiert, aber zum Basteln, der hält echt gut. Also die Doorknockers halten.
So, Pi mal Auge. Ein bisschen oben, nicht zu weit unten. Vorsichtig hinlegen. Und Föhni nehmen. Nock ist jetzt kochend heiß. Das kann trocknen. Jetzt habe ich hier Reliefpaste. Das ist aber opak. Ich brauche Gold. Da, wo wir Gelb hingemacht haben, brauchen wir es nicht. Aber so kleine 3D-Goldpünktchen wären das. So die Blüten. Kelchlöcherchen da. Sporadisch mal hier, mal da. Und die poppen auch noch so ein bisschen auf, wenn ich die jetzt gleich anfühle. Und eine hier noch. Was ich auch liebe. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil das soll eigentlich keine Blasen schlagen. Das ist Glossy Accent. Wenn man jetzt sagt, morgens früh, man hat seine Blumen draußen in der Hitze gegossen, ist dann noch so ein bisschen Tau zu sehen. So auf den Blättern. So, das liegt so auf den Blüten und so dazwischen glitzert so ein bisschen das feuchte Wasser. Das macht ein bisschen fresh. Den Stamm hier unten ordentlich wässern. Und jetzt föhne ich nochmal über und dann gucken wir uns das Gesamtkunstwerk mal an. Halt, stopp, nein. Da fehlt noch was. Und zwar nehme ich jetzt meine Metallic-Farben. Und in Pink und in Blau mache ich so verwässerte Splatter. Guck mal, das sieht ja ziemlich nackelig aus. Ich meine, es ist gut, das ist eine getünchte Fassade. Aber ich werde jetzt dieses Blau und dieses Rot nehmen. Und gleich guckt mal den Unterschied an. Ich will mal eben die Pappe eben einmal so ein bisschen biegen, dass sie wieder plan ist. So. Mit dem Pinsel nehme ich mir jetzt etwas Blau und gehe hier so ein paar Spritzer an der Hauswand hier oben. Das langt schon. Und Rot. Was eigentlich sogar kein richtiges Rot ist, kann man nicht sagen. Machen wir hier bei den Bougainvilleen drauf und ein bisschen drumrum. So an der Tür, da kann das auch so ein bisschen speckelig sein. Also nicht speckig, sondern Speckles. Hier unten und da. Ich föhne es trocken und dann ist es fertig. Das ist jetzt die Tür. So sieht sie aus, von Weitem. Von Dichten. Ich finde so die Türen, die wirken von Weitem immer sehr schön. Gitte hat auch gesagt, sie hätte auch gerne im Flur so ein Viererset Türen. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die anderen. Hier ist ja Special, das ist ja der geheime Garten, die Tür. Man sieht den Garten dadurch. Klatschmohn, Gänseblümchen oder Kamille und Kornblumen. Und der Schlüssel zu dem Schloss befindet sich auf der anderen Seite. Entschuldigung, finde ich auch sehr schön. Hatte ich die gemacht, da habe ich Gitte gefragt, was für eine Farbe. Und dann sagt sie so verwittert, so blau-grau. Mit so einer grünen Ranke ist an der Seite. Und da habe ich dann die gemacht. Das ist jetzt meine dritte Tür. Sind sie nochmal alle drei zusammen? Da eine Postkarte, Trust in Magic. Trust the Magic. Ja, das ist meine Malerei.
Seht ihr sie nochmal, die drei Türen zum Hof? Ich habe eben noch einen Verkauf gehabt, und zwar Postkarten, das blaue Set. Ich glaube, das war dieses hier mit dem Eisbären, mit dem Schneemann, mit dem. Und ich liebe sie, die Telefonzelle. Ich gebe da einfach noch mal was zu, und zwar den. Ich liebe sie. London Calling. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie je nachdem immer so, wie ich Zeit habe. Mir macht das eigentlich auch Spaß. So, ich rede ja jetzt auch ein bisschen mehr, weil ich weiß, ne, so und so und so ein paar Tipps geben und so. Und ja. Und die nächsten Videos kommen unter Garantie. Wie gesagt, man muss es ja nicht gucken, wenn man es nicht will, ne? Da kann man auch mal ein Video auslassen. So. Okay. Werdet kreativ. Seid kreativ. Probiert immer mal was aus. Ihr seht ja, also so nicht nur mit einer Farbe malen, sondern wenn ihr einen hübschen Kuli habt oder einen Gelschreiber oder immer so rumprobieren. So nicht nur eine Straight-Ahead-Linie, sondern Ecken und Kurven. Immer mal testen. Macht Spaß. Tschüss. Gruß, Kuss und Schluss.